Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft TNT Wars. Heute mit einem epischen 1 gegen 1 gegen Elina. Hallo. Hallöchen. Wir haben heute eine Villa, Leute. Ein Luxuspalast. Ein modernes Minecraft-Haus auf jeder Seite. Ein sehr, sehr schniekes Teil mit einem eigenen Basketballplatz hier. So einem Art Wintergarten, einem Balkon mit Diamanten und so heftigen Kram. Hier ein nices Wohnzimmer und so weiter, Leute. Aber Ziel ist es, die Insel des jeweils anderen zu zerstören mit TNT und dabei den anderen Spieler zu vernichten. Leute, ihr kennt TNT Wars, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Elina, ich würde sagen, schlawiner dich mal auf deine Insel. Ich gehe auf meine Insel, dann los. Bevor wir mit dem Bau der nicen TNT-Kanonen, die ich mir heute überlegt habe, anfangen können, müssen wir natürlich erstmal alle Bestandteile heraussuchen, die wir brauchen. Wir brauchen definitiv einen Werfer. Wir brauchen TNT. Wir haben hier Special TNT mit 5-fach und 20-fach. Außerdem brauchen wir einen Verstärker. Wir brauchen eine Redstone-Fackel. Wir brauchen Steine und Obsidian. Wir brauchen außerdem Wasser. Wir brauchen Falltreppen oder Falltüren heißen die, glaube ich, brauchen wir heute auch noch. Genau. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Glas. Wir brauchen Redstone. Und ich glaube, nein, wir brauchen noch, genau, wir brauchen hier Redstone und wir brauchen einen klebrigen Kolben. Let's go, wir beginnen mit dem Bau der Kanone. Ich würde sagen, wir bauen die so ungefähr in der Mitte, dann gehen wir mal hier hoch. Leute, wenn ihr mehr TNT Wars sehen möchtet, dann vergesst bitte nicht, den Like-Button zu flanken und meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, meine lieben Freunde. Und das brauche ich mal hier, meine kleine Plattform, wo dann letztlich meine TNT-Kanone draufkommt, ist heute eine relativ komplizierte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irgendwie selbst in die Luft jage, ist definitiv gegeben, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, Leute, euch hier eine nice Kanone zu zeigen. So, wir beginnen einfach mal, Leute. Ich fange einfach mal straight an. Wir haben zuerst mal eine Art Kanonenrohr. Das machen wir hier einfach hin. Das kommt hier hin, genau. Und zwar so, genau. Und das Ganze ist 2 breit, dann so. So, jetzt beginnen wir mit den Werfern. Die kommen hier nach unten, nie 3. Und jetzt kommen hier an diese Seite nochmal 3. Zack, zack, zack. An die andere Seite kommen nochmal 3 Werfer. Und dann kommen nochmal hier ans Ende je 2 Werfer. Zack und zack. Genau, das ist schon mal auf jeden Fall der Grundaufbau. Jetzt brauchen wir noch ganz einfach, genau, jetzt kommt hier ein Werfer hin. Und hier oben drauf ein Werfer, das gleiche hier. Hier haben wir eins vergessen, so. Und hier kommt auch ein Werfer drauf. Boop, okay. Das bauen wir mit Glas zu, aber vorerst nehmen wir Wasser hier rein. Jetzt bauen wir es mit Glas zu. Genau, und jetzt kommen hier oben auch noch Werfer hin. Dazu müssen wir einfach hier, als ob du schon deine Kanone fertig hast, Elina. Was ist denn das für eine mickrige Kanone? Du, da habe ich ja gar keine Angst, wenn du die hier in 2 Sekunden... Deine Kanone. Nee, glaube ich ja nicht. So, hier kommen jetzt die Falltüren hin, Leute. Auch mal eine Kanone mit Falltüren, auch mal was Neues. So, das ist der Grundaufbau, Leute, die Kanone. Jetzt musst du noch alles mit Redstone verbunden werden. Das ist aber gar nicht so leicht, Leute, aber ich gebe mein Bestes. Hebel, den haben wir vergessen. So, der Hebel kommt hier hin, genau. Jetzt, würde ich sagen, machen wir erstmal die Verstärker. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit weg mit dem Hebel. Aber das sollte... Nee, doch, ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran, Leute. Das wird sonst nichts. Da machen wir hier den Hebel einfach mal hier hin. Jetzt brauchen wir 2 Wege. Der eine führt hier lang, der andere führt hier lang. So. Da packen wir jeweils, hier kommt die Redstone-Clock hier, ein ganz einfaches Ding, zack, zack, zack und hier, zack, ne, super einfach. Und ich würde sagen, das bauen wir hier eins weiter nach hinten. Wieso wir das eins weiter nach hinten bauen, werdet ihr sofort erfahren, wenn ich soweit bin. Weg Nummer 2, Weg Nummer 1 haben wir hier, genau. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie es weitergeht. Also, hier muss der Sticky Piston hin, genau hier. Da kommt, ja, genau, da kommt der Steinteil dran. Ich glaube, so habe ich es genau richtig, Leute. Ist ein bisschen kompliziert, aber es wird sau nice am Ende, genau. Das stellt dann die Verbindung her. Und hier kommen jetzt 6 Verstärker hin. Aber da muss vorher noch ein Block... Was geht denn bei dir ab? Block. Ich fange mit dem 20er an. 1, 2, 3, 4. Echt jetzt? Ja. Okay, das wird auf jeden Fall gefährlich, glaube ich. Jetzt hier ein Redstone. Und dann gibt es hier noch einen Weg. Das funktioniert im Grunde genauso. Oh, ich habe so Angst, dass du jetzt schon dich durchschießt. So, okay. Das ist jetzt eigentlich, das ist alles auf Max-Tick hier. So. Perfekt. Ich bin eigentlich schon fast fertig. So, jetzt geht es ans Verbinden, Leute. Das ist im Grunde aber gar kein Thema. Da machen wir einfach hier den Weg. Und dann, das müssen wir freilassen. Ganz, ganz wichtig. Hier verbinden wir alles. Hier kommt natürlich
Verstärker hier unten dran. So, dann hier alles mit Redstone verbinden. Dann gibt es hier einen Weg hoch. Redstone geht dann einfach hier nach oben. Das gleiche Spielchen machen wir auf der anderen Seite. Zack, zack, zack. Redstone verbinden. Das Ganze geht eins nach oben. Gar kein Problem, Leute. Der zweite Weg geht hier oben lang und verbindet diese Teile hier. Ich glaube so. Und jetzt genau hier. Da müssen hier noch zwei ran. Und dann machen wir hier alles voll mit Redstone. Genau, so funktioniert das. Ich glaube, die absolute Mega-Zerstörungskanone ist fertig. Wir machen aber erstmal einen Trockenstart, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, Leute. Ich zeige euch mal, wie man die zündet. Und zwar zuerst die Redstone-Clock aktivieren. Ah, Versuch Nummer 2 hat geklappt, Leute. 1, 2, 3, go! So, mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Nein, da fehlt ein Redstone. Oh, massiver Fehler. Zum Glück ist mir das jetzt noch aufgefallen. Ich glaube, das funktioniert, Leute. Sieht zumindest ganz gut aus. Ich meine, das war jetzt eine Trockenübung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gleich auch mit realen TNT funktioniert. Aber ich hoffe einfach mal. Wir müssen alles mit TNT befüllen. Wir beginnen aber erstmal mit normalen TNT. Ich muss ehrlich sagen, so dass Elina da instant das harte TNT rauspackt. Wir legen los, Elina. Bist du ready? Also, ja, du sprengst da die ganze Zeit schon. Also gehe ich mal davon aus, dass du ready bist. Okay, da machen wir mal. Okay, das muss jetzt richtig gezündet werden. Und zwar wie folgt, Leute. Zack. 1, 2, 3. Let's go. Funktioniert's? Ich sehe nichts. Jo, ich glaube, es funktioniert, Leute. Jawohl, sie funktioniert. Das TNT. Oh nein, es zündet zu langsam. Oh mein Gott, die Kanone ist so krank, Alter. Ich hoffe, dass sie sich nicht selbst in die Luft sprengt am Ende. Oh Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Sprengt sie sich... Leute, in der letzten Folge wurde nach der krassen Kanone verlangt. Bitteschön. Kommt da? Oh, ich habe ja mega viel von dir zerstört. Oh, die hört ja gar nicht mehr auf. Alter Schwede. Also die funktioniert auf jeden Fall ziemlich nice. Okay, Leute, wir machen die mal kurz aus. So, so. Hoffentlich überlebt die das. Sie hat's überlebt. Sie hat's komplett überlebt. Oh mein Gott, wie sieht deine Insel aus? Schick, oder? Leute, jetzt das Ganze mit 5-fach TNT. Let's go, Alter. Das wird so nice. Ich bleibe einfach im Game Mode, weil du hast ja jetzt noch nicht richtig hier. Jo, deine Kanone. Kuckuck. Okay, Leute. Das TNT kommt raus. Ach, die zünden gar nicht. Ich habe die noch nicht mal richtig gebaut hier an einer Stelle, aber ist ja auch egal. So, hier kommt 5-fach TNT in die Bude, Leute. Wir machen weiter. Okay, 5-fach TNT. Wir machen aber nur 5-fach TNT in quasi das Barrel rein, also das, was geschossen wird. Ich kenne den Fachausdruck dafür nicht, Leute. Und die Munition quasi. Und für den Zündstoff machen wir mal normales TNT. Weil ich weiß nicht, wie unberechenbar dieses 5-fach TNT ist, wenn wir das als Treibstoff quasi nehmen und die TNTs abzufeuern. Ich glaube, das wird ziemlich heftig, deswegen lassen wir das mal lieber. So. Okay, hier unten ist auch noch alles relativ voll. Das darf halt auf keinen Fall leer werden hier. Let's go, Versuch Nummer 2, Leute. Elina, bist du bereit für das 5-fach TNT? Ich muss aber ehrlich sagen, mich stört das. Ja, deine Kanone funktioniert zwar, Elina, aber da unten stehe ich jetzt nicht unbedingt. Es tut mir leid. Soll ich mich da hinstellen? Ja. Okay. Nö. So, Redstone. Okay, Leute, Versuch Nummer 2. Clock. Wir müssen auf das linke Teil warten. 1, 2, 3, go! Oh nein, funktioniert's? Nein! Leute, wir können das 5-fach TNT nicht nehmen. Die werden nicht geworfen vom Werfer. Die werden nur so gedroppt. Deswegen hat das auch gerade... Oh Gott, jetzt habe ich fast alles im Arsch gemacht. Ups, deswegen hat das auch gerade nicht geklappt. Mann! Schade, Leute, egal. Oh. Normales TNT. Ja. Ich hab dich einmal getroffen zumindest. Normales TNT reicht auch, Leute. 3, 2, 1. Go! Elina tot! Hoffe ich zumindest mal. Oh nein, der fliegt nichts. Ah doch, jetzt fliegt was! Yeah! Aber oh, das fliegt aber nicht weit genug, dieses Oh. Hey, ich sehe das gar nicht. Ich trau mich nicht hier so ranzugehen, Leute. Ich muss immer hier so einen Weg bauen. Also ich sehe da eindeutig, dass das nicht weit genug fliegt. Oh mein Gott, ich habe es hinbekommen. Das hat jetzt aber auch gedauert. Go! Bitte funktionier! Jawohl! Alter! Jawohl! Ich habe es gesehen. Hast du da Kuchen platziert? Alter, das landet genau auf deiner Plattform! Ja, du bist safe tot. Oh Gott, da kommt irgendein TNT geflogen.
Oh mein Gott. Bist du gestorben? Jawohl, Leute. Nice. Ich hoffe, euch hat die Folge TNT Wars gefallen mit dieser, ja doch, ziemlich heftigen Chaos-Rambo-Kanone, Leute. Ist ein bisschen kompliziert gewesen. Es hat sich 10-mal selbst in die Luft gejagt, aber am Ende hat es doch geklappt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt mal den Like-Button und flankt den Abo-Button, damit ihr keine Folge bei uns verpasst. Und klickt jetzt auf das Video, um zum nächsten Video zu gelangen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.